Komplette Eskalation auf Mallorca. Irac hat ein neues. Ich hab gesagt, jetzt muss ich mir unbedingt reinziehen. Die letzten auf Mallorca waren sehr, sehr, sehr nice. Sehr nice unangenehm. Mal gucken, ob das auch so eins wird. Benzo! Benzo, komm wieder! Benzo, wo bist du? Ich liebe dich, Benzo! Er ist doch noch gelb! Ladies, ladies, ladies. Wer heiratet von Ihnen? Wir haben uns leider verpasst, ich kam zu spät, aber ich bin bis nach hier geschwommen, um dich zu sehen. Oh. Wie heißt du nochmal? Kerstin, ich weiß, ich bin etwas spät und es wirkt etwas komisch. Aber ich wollte dich fragen. Kerstin, ja. Ich liebe dich seit dem ersten Mal, wo ich dich gesehen habe. Willst du meine Frau werden? Ich werde dich immer beschützen, egal was ist. Die Corinna, guck mal, wie süß. Also. Warum hat der AirPods drin beim Heiratsantrag? Kerstin, wie ist deine Antwort? Der Mann hat einfach keine Hemmschwelle. Das ist schon heavy. Das ist schon heavy. Die sind auch alle überfordert in der Gruppe. Nein. Kerstin, ich habe eine Frage. Wie heißt die Frau zu deiner Linken? Gerda. Gerda. Kerstin und Gerda. Du weißt, Schätzchen, seit wir uns das erste Mal gesehen haben, war mein Leben nicht mehr das gleiche. Gerda, willst du hier und jetzt mir das Wort geben, immer für mich da zu sein? So wie ich immer für dich da sein werde. Ich werde niemals zulassen, dass sich irgendjemand irgendwie in Gefahr bringt. Ich werde immer für dich da sein, Tag und Nacht. Es ist süß. Du bist leider ein paar Jahre zu spät. 26 Jahre zu spät. Wie heißt die Frau zu deiner Linken? Julia. Oh, hör mal! Hallo, magst du zu mir kommen? Ja, klar. Wie heißt du? Wie kann ich? Oh, das weiß er nicht. Die sind noch da ins Frühstücksfernsehen, ne? Das war der. Darf ich sagen? Das waren die. Ihr erinnert euch noch an das Charity-Event Mark and Friends, ne? Mark and Friends, das Ding, wo das hat ein Frühstücksfernsehen eine Doku über uns drehen wollte. Aber nicht über uns, sondern mit dem Fokus auf die Uhren. Die haben da auch gedreht. Und es war. Sie haben uns so heftig doll versucht. Sie haben alles versucht, um irgendwas aus dem Interview rauszukriegen, dass wir uns über unsere Uhren definieren. Und die haben nur Uhrenfragen gestellt. Und die waren richtig. Das war ein Albtraum. Das war schrecklich. Das war auch der Moderator. Also, das war gar nichts. Das war nichts. Das war ein gigantischer Griff ins Klo. Haben wir alle übertrieben nicht gefühlt. Das wurde dann auch alles nicht reingeschnitten, weil das nur richtige Kackfragen waren. Das haben die dann auch gemerkt. Oh Gott, war das unangenehm. Oh Gott. Die wollten auf jede Uhr noch ein Close-up haben sie gedreht von uns. Dann mussten wir uns da alle hinsetzen und Uhrenfragen beantworten. Und es fand es einfach nur scheiße. Es war einfach nur brutal. Also, wir waren keine Menschen dahinter. Es ging nur um die Uhren und dass wir YouTuber sind. Und deswegen haben wir Uhren. So eine Scheiße. Chef, setz dich zu mir. Wie heißt du? Irac. Irac. Aber auch Irac aus Essen macht sich große Sorgen. Urlaub kann ja noch so schön sein. Ja. Die wusste, dass das Irac ist. So unabgesprochen davon. Ein Problem hat jeder. Was ist deine klar. Sorge? Ich glaube, es ist ein bisschen zu privat für die Kamera. Aber ich kann es mir erzählen. Also ich suche schon länger meinen Vater. Hier während des Mallorca-Urlaubs? Nein, ich suche ihn nicht hier, sondern generell. Aber wir wollen jetzt quasi ein Mallorca-Thema. Ach so, Mallorca. Es sind zu wenig Frauen, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gemerkt, hier ist vielleicht 80% nur Männer. Und da braucht man nicht lange rechnen, um zu sehen, das sind mehr Männer als Frauen. Und das ist definitiv hier ein Problem auf der Insel. Und ich finde auch, ja, da sollte auch die Regierung was gegen tun. Weniger Männer reinlassen oder mehr? Ja, nimmt's ja komplett hops, ne? Frauen ranholen, wie löst man das Problem? Ich denke mal, die einfache Option wäre auf jeden Fall, dass man einfach sagt, okay, wir haben die maximale Grenze an Männern erreicht. Oh, sie freuen sich so, weil sie denken, er macht's auch so ernst, er lacht nicht, er meint es komplett ernst. Und sie denken sich so, Alter, wir haben hier gefundenes Fressen. Das haben sie auch ausgestrahlt, ne? Das haben sie auch ausgestrahlt, wie ihr hier seht. Aber er hat sie einfach nur verarscht. Er ist aber auch so gut drin, ne? Und er könnte es tausendmal machen, ohne einmal auch nur zu lachen. Könnte es erstmal keine weiteren reinlassen, bis die Frauen reinkommen, ja. Okay. Die Frauenquote ist mir generell einfach wichtig und hier auf der Insel erst recht. Maike. Ja. Du weißt, wo ist die Rose? Als wir uns das erste Mal gesehen haben, es war anders, als es je bei uns je zuvor war. Wir haben noch nie sowas erlebt. Es hat uns beide überfordert. Es ging irgendwie zu schnell, aber irgendwie konnten wir auch nichts dagegen tun. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Deswegen will ich dich jetzt und hier fragen, Maike, wollen wir endlich den nächsten Schritt wagen? Willst du meine Frau werden, Maike? Den Schritt? Sag mal nein. Maike, wie heißt die Frau zu deiner Linken? Kerstin. Kerstin. Nochmal. Maike, Kerstin und was war die erste? Er hat noch eine, ja? Tatsächlich. Kerstin 2. Du weißt. Gerda. Seit wir uns das erste Mal gesehen haben,
Gerda, Kerstin, Maike und Kerstin. Digga, das ist so eine Truppe, ne? So sick. Die Namen sind einfach schon auch dann witzig, so in der Gruppe. Wissen wir, das zwischen uns, das ist nichts, was wir bisher erlebt haben. Scheiße, Lila Schulich. Egal, was passiert. Egal, was hier umgekippt wird. Es konnte nichts daran ändern, dass diese Gefühle, die wir gefühlt haben, dass das Gefühle waren, hört auch die nicht auf. Wir gefühlt haben. Ich weiß, ich bin nicht der Beste im Reden. Aber ich kann dir versprechen, ich werde der Beste darin sein, dein Mann zu sein. Kerstin 2, willst du meine Frau sein? Ja, wie heißt sie? Oh, Kerstin. Erwartet mich, wenn ich ja sage. Das wirst du nie erfahren. Sonja. Bei jeder das Gleiche. Nein, ich habe immer was anderes überlegt. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, okay, er ist zu jung. Er hat zu viele Frauen davor schon angesprochen. Doch Sonja, was du nicht weißt, ist, ich habe bei keiner dieser Frauen je das gespürt, was ich bei dir... Sonja, das ist sick. Fühle. Sonja, als ich dich das erste Mal sah, wusste ich, dass alles, was ich davor gesagt habe, ein Fehler war. Wenn ich könnte, würde ich es rückgängig machen, aber ich kann es nicht. Sonja, alles, was ich kann, ist hier auf die Knie zu gehen. Und zu fragen, Sonja, willst du für immer meine Frau sein? Ja. Ich kann leider nicht, weil ich habe selbst eine Freundin. Nein, ist doch sehr sympathisch, dass du jetzt hier kommst und sagst, ja, ich würde gerne dich heiraten, aber ich habe leider eine Freundin. Ja. Sonja. Einfach alle klatschen. Spontaner achtfacher Heiratsantrag, schon krass. Die beiden jungen Frauen trauen sich nicht, sind einfach gedodged. Ja, die sind smart, die sind einfach aufgestanden. Nichtsdestotrotz wirst du immer einen speziellen Platz in meinem Herzen behalten, okay? Applaus an dich, das so, alle Applaus, ja. So, und jetzt gehen wir alle nackt baden zusammen. Los! So, ist auch noch frei, die Bank ist dreckig. Ja, könnte hindern, klar. Ich bin ja die ganze Zeit. Das ist schon too much. Selbst wenn die Bank dreckig wäre, Digga, dann setzt sich da halt nicht hin, weißt du? Die sind da zu zweit, dann kommt er dazu. Und er setzt sich auch nicht nur dahin. Er wird jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit mit denen reden. Er wird die richtig voll babbeln. Ne? Ja, hab ich auch gerade gesehen. Ja, die haben ein bisschen Spaß da dran. Die springen da einfach ins Wasser, ne? Ja. Was cool wäre hier mit dem Wasser, wenn man so das Wasser trinken könnte und das Geschmack hätte. Hey, ohne dass ich wusste, was passiert. Wusste ich, dass er sie so unendlich voll labern wird. Oh nee, die Armen. Guck mal, er hat einfach den toten Blick drauf. Das war's. Und sie checkt gar nichts zu machen. Das ist doch scheiße. Die haben ein Date und jetzt gibt's sowas. Das wäre cool. Das wäre auch mega cool. Hey. Ist echt da unten, oder? Aber darf ich noch mal spazieren gehen? Das ist meiner. Wie heißt er? Pichu. Ist ein Welp, oder? Nee, eine Minute. Dafür ein bis fünf Minuten ein. Nee, wollen wir nicht nerven. Pichu. Ich kann aus der Arme. Er braucht Mund zu Mund. Pichu. Lass es nicht im Stich. Aus dem Weg. Pichu! Verlass uns nicht! Pichu! Pichu! Red mit mir! Pichu! Pichu! Pichu, komm wieder! Pichu, wo bist du? Ich liebe dich, Pichu! Der ist doch noch ein Gelb! Pichu! Pichu, komm bitte! Der ist komplett besoffen. Oh, warte mal, die Batterie ist nicht. Ich sehe sie. Pichu, du bist hier noch da. Pichu ist da. Pichu ist da. Pichu ist da. Ja, wie viel kommen denn da noch in Feiern? Wo sind denn überhaupt her? Ist das ein Pichu-Verkäufer? Pichu, ich liebe dich. Pichu. Einfach ein Happy End. Was für eine Scheiße. Das war ohne Witz das geilste und witzigste, was ich je in meinem Leben gesehen habe, jetzt ohne Scheiß. Das war eine ernste Situation, ich weiß nicht, was da lustig war. Wir haben fast Pichu verloren, aber wir haben Pichu wiedergeholt. Das ist die richtige Einstellung. Niemals hätte ich Pichu einfach davon gehen lassen. Und deswegen... Warum sitzt sie so dicht an ihm dran? Also, die gehören ja eigentlich zusammen, die beiden, ne? Also, die saßen ja zusammen.
Und jetzt sitzt sie aber ganz schön dicht an Iraj auch dran. Hier hat man auch folgenden Blick. Ich meine, oder? Also, weiß ich jetzt auch nicht. Was ist, wieso ist sie, sie ist doch eigentlich mit ihrer Freundin da? Sie hat ihre Freundin einfach vergessen. Was ist da denn? Ich denke mal, wer verarscht hier wen? Normalerweise schaut er die Leute so voll in die Augen und ist so dicht an denen dran. Aber sie dreht den Spieß einfach um und er guckt jetzt sogar weg. Einfach so. Lebt Putju wieder und wird noch ein glückliches Leben führen. Schau ihn an, wie glücklich er da hintippelt. Ich liebe Putju. Putju war immer wie ein Sohn für mich. Was sagt denn für ein Scheiß? Kann ich nicht gerade ausgehen? Hast du gesehen, wer uns in der Story hatte? Guck mal, zeig mal. Ey, ich bin wirklich ohne Scheiß voll die Supporterin von der. Ist immer auf TikTok. Ah, krass. Kennt ihr auch so YouTuber oder seid ihr nur auf Insta und TikTok? Ja, schon. Machst du auch YouTube-Videos? Nein, ich bin unterwegs. Also ich guck das gerne. Mama, warum machst du keine YouTube-Videos? Wieso? Ja, weil die Welt sich immer nicht kaputt lachen würde, weil du geil bist. Ich bin geil? Ja. Nee, aber ich zeig dir eine... Also du bist geil und du siehst gut aus. Echt? Ja. Dankeschön. Nein, aber das meine ich nicht. Ich kenne wirklich hier... Das ist ja witzig. Ich erinnere mich an das letzte Video, wo Frau Bock auf ihn hatte. Jemand, der auf YouTube gut ist. Der kann jeden Scheiß machen. Der muss gar nicht irgendwie flirten. Der hat gerade Piju wiederbelebt. Und sie feiern ihn, weißt du? Das ist scheißegal. Schon Irasche Frau, genau. Den finde ich richtig lustig. Ich gucke den schon richtig lange. Wenn der den witzig findet, dann finde ich macht, den der macht so verschiedene Videos. Der sieht mir auch ziemlich ähnlich. Und man könnte auch denken, ich bin das. Und man könnte auch denken, da ist eine Kamera. Alter, guck mal! Stark aufgelöst. Das ist dein! Es ist wahr. Nein, ohne, Alter, ich kann das nicht. Ich mach das auf YouTube. Ja, wieso sitzt sie so dicht? Die sitzt ja quasi auf seinem Schoß. Links sind 2 Meter Platz und rechts sind 2 Meter. Nein! Wenn es für euch okay ist, auf jeden Fall. Jemand extrem lustig. Ja. Ganz gut. Danke dir. Ohne Scheiße. Ey, was bist du für ein cooler Mensch? Wenn ihr einmal da schaut, wir filmen gerade ein lustiges Video. Nein, hab ich das Film? Wir haben einen Comedy-Kanal. Da versuchen wir immer so lustige Situationen zu machen. Nein! Scheiße! Wir wollen aber nicht fertig! Danke. Das war wirklich eine sehr, sehr coole. Ja, ich applaudiere euch. Danke euch. Sehr gutes Video. Jetzt gehen sie so ab. Ja, die waren halt auch angetrunken, klar. Wie cool die alle sind. Ich würde gerne mal wissen, was so die Outtakes sind. Da wollte doch bestimmt schon mal jemanden ihn auf die Fresse hauen oder keine lustige Reaktion oder ausgerastet oder wie die Polizei rufen oder irgendwie sowas. Das muss ja immer nur das Best-of sein, ne? Aber sehr gut.